Leute, was läuft? Heute in dieser Creative Club Karriere werden wir nur freie Spieler verpflichten. Wir suchen mal nach freien Spielern, die noch nicht 25 sind, also die relativ jung sind, die wir entwickeln können. Da haben wir auf jeden Fall nur 5 Stück erstmal am Start in der ersten Saison, werden auch alle schon gescoutet. Einer ist sogar dabei, der sogar Stammspielerqualität hat. Na gut, das ist jetzt bei unserer, der schlechtesten Mannschaft hier, nicht so extrem stark, aber gut, im Mittelfeld, der ist ja Mittelfeldspieler, der wird über 63 sowas in die Richtung haben. Wir machen also heute das gleiche, was Paris so ein bisschen macht mit Donnarumma oder natürlich auch Messi, und wir sind heute das 0-Euro-Team, vielleicht kennt ihr das Ganze auch schon vom Hansos. Ich bin sehr gespannt, ob wir es heute schaffen, die Champions League zu gewinnen und ob wir vielleicht einen Spieler verpflichten, der hier dann später Ballon d'Or-Sieger wird. Die freien Spieler sind auf jeden Fall jetzt gescoutet, der ZM ist auf jeden Fall besser als der andere Stammspielerqualität. Einen 64er haben wir, aber das ist auch schon der beste hier von den anderen, beziehungsweise von diesen Spielern, aber wir werden alle einfach mal verpflichten, denn selbst der 57er Stürmer ist hier momentan einfach Stammspieler, weil ich noch ein paar Spieler hier freigeben musste, damit wir auch das schlechteste Team sind. Ja, und bei einem Spieler klappt es einfach nicht, weil wir da irgendwie zu wenig Gehalt geboten haben, beziehungsweise der Assistenztrainer, und der ist jetzt einfach zu einem anderen Club gewechselt. Die anderen 4 Spieler haben wir aber noch rechtzeitig bekommen und das werden für diese Saison auch auf jeden Fall auch erstmal die einzigen Transfers bleiben. Es lohnt sich heute auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben. Lasst gerne auch ein Abo da, falls ihr neu auf dem Kanal seid, und liked das Video, falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Falls ihr das gemacht habt, schreibt es einfach in die Kommentare, dann werdet ihr nächstes Mal eingeblendet. So, Facecam aus, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr langes Video werden. DFB-Pokal sind wir übrigens schon in Runde Nummer 3. Ich weiß nicht, was hier abgeht mit der Mannschaft. In Runde Nummer 3 verlieren wir, aber ich würde sagen, das ist doch schon mal ein richtig krasser Erfolg. Also der Start war gar nicht so schlecht. Kleines Zwischenfazit am 1. Januar. Wir sind hier auf dem 6. Platz und so sieht auf jeden Fall die Mannschaft aus. Wir haben immer noch keinen 60er Stürmer. Der Marin entwickelt sich aber auf jeden Fall ganz gut. Aber bei dem scheint das Potenzial auch mittlerweile zumindest für diese Saison so ein bisschen aufgebraucht zu sein. Am Ende der Saison sind wir aber noch ordentlich abgerutscht, ja, auf dem 12. Platz. Aber trotzdem, ich habe schon gedacht, wir sind auf jeden Fall letzter. Gucken wir uns mal die Spielerentwicklung an. Da ist alles relativ gleich geblieben. Also zumindest bei Marin. Der Stürmer ist auf 61 gegangen. Der ZDM und den rechten Flügel haben wir natürlich noch am Start. Die sind aber noch nicht auf der 60er Gesamtstärke. Aber dieser Stürmer, der am Anfang eine 57 hat, hat einfach 20 Tore in dieser Saison gemacht. Auch der Marius Marin hier mit 6 Vorlagen, beziehungsweise 6 Toren und 5 Vorlagen. Der ist hier halt einfach Top-Torjäger geworden in der ersten Saison. 0-Euro-Transfer, Top-Torjäger direkt. Das geht auf jeden Fall schon mal ganz gut los. Und in der neuen Saison haben wir auf jeden Fall einige neue freie Spieler hier am Start. Und darunter auch zum Beispiel diesen Linksverteidiger, den müssen wir eigentlich direkt verpflichten. Den spanischen Linksverteidiger werden wir auf jeden Fall direkt mal holen. Da brauchen wir auch gar nicht zu delegieren. Komm, wir geben dem einfach mal 10.000. Ist auch egal, ihr seht auf jeden Fall, ein paar andere Spieler sind auch noch hier gescoutet. Die werden wir gleich auch noch holen, ein paar Stück davon. Also, die sind noch nicht gescoutet, aber gleich sind sie auf jeden Fall gescoutet. Und ich glaube, wir haben automatisch ein paar Spieler dazu bekommen, weil natürlich ganz viele Verträge und so weiter ausgelaufen sind. Das heißt zum Beispiel, so ein 67er haben wir einfach auch von den freien Spielern automatisch einfach bekommen. Also, das Beste, was man als schlechter Verein machen kann, ist eigentlich, ein paar Spielerverträge auslaufen zu lassen. Dann kriegt man einfach automatisch bessere Spieler dazu. Und bei diesem Linksverteidiger bin ich mal sehr, sehr gespannt, was der für ein Rating hat. Ein 76er Rating. Okay, das ist ultra krass. Andere haben wir natürlich noch nicht angenommen. Und auch bei den richtig guten Spielern haben wir hier ein paar freie Spieler. Zum Beispiel Luis Suarez. Aber der ist halt 35 Jahre alt und wir planen ja langfristig. Deswegen bringen diese Spieler uns auf jeden Fall nichts. Die meisten Spieler sind auf jeden Fall jetzt gescoutet. Deswegen werden wir einfach Position für Position durchgehen und entscheiden, wen wir da holen. Aber diesen Stürmer, den wir dazu bekommen haben, den werden wir jetzt auf jeden Fall freigeben. Der ist 31 Jahre alt und würde nur den Talenten hier den Platz kaputt machen. Wir haben jetzt ja auf jeden Fall einige Spieler, die wir einfach mal verpflichten können. Natürlich wieder hier alles for free. Der ist noch nicht verpflichtbar. Ja, moin. Den Rest können wir aber natürlich kaufen, damit ihr auch seht, dass das alles hier freie Spieler sind. Aber habt ihr davor ja auch schon gesehen. Wir haben auf jeden Fall ein paar neue freie Spieler hier in unserem Verein. Und der ist direkt hochgegangen auf 77. Und direkt die nächsten beiden Spieler. Und dann fehlen auf jeden Fall nur noch 2 Spieler hier für diese Transferphase. Der hat auf jeden Fall sogar einen richtiges Gesicht drin, heißt, der ist vielleicht sogar ein bisschen besser als der Rest. Der hat 2000 Euro nicht angenommen. 7000 nimmt er aber auf jeden Fall an und damit haben wir auf jeden Fall noch einen neuen Spieler hier auf der ZM-Position. Ich werde das Ganze mal sortieren, die Mannschaft hier zusammenstellen, vielleicht ein paar Positionen und so weiter umtrainieren, noch ein paar Spieler verkaufen. Wir sehen uns auf jeden Fall ein bisschen später. So, wir sind wieder am Start und wie wir am Start sind, am Ende der Saison steigen wir einfach als Zweiter hier auf, haben sogar den Top-Torjäger in unseren Reihen. So sieht auf jeden Fall jetzt hier die Mannschaft aus. Sehr, sehr gute Entwicklung auf jeden Fall mit dabei. Wir gucken direkt mal, wer noch die meisten Tore sonst gemacht hat, beziehungsweise natürlich auch Vorlagen. Also, wir haben auf jeden Fall ein paar richtig gute Spiele.
Spieler dabei, auch den ersten 80er einfach in der Mannschaft. Dann geht's jetzt für uns ab in die zweite Liga. Und ihr seht hier direkt schon, da ist ein freier Spieler, ein Torhüter, den kennt ihr bestimmt, Areola. Der hat auf jeden Fall ein 84er Rating, werde ich aber nicht verpflichten, weil der einfach schon so ein bisschen zu alt ist und das lohnt sich nicht mehr. Mit dem werden wir nicht mehr die Champions League gewinnen. Wir haben aber noch ein paar andere Spieler auf jeden Fall hier verpflichtet. Zum Beispiel dieses Megatalent einfach mal. Ich glaube, der hat 88 Potenzial oder sowas in die Richtung und der Rest davon hier zum Beispiel noch einen 72er ist auch nicht ganz schlecht. Hier nochmal einen 71er Stürmer. Früchtel hier als Torwart nochmal verpflichtet, auch sehr, sehr stark. Also das war auf jeden Fall eine sehr, sehr erfolgreiche Transferphase mit den freien Spielern. Und am Ende der ersten Zweitligasaison sind wir auf jeden Fall auf dem 9. Platz gelandet. Das ist auf jeden Fall als Aufsteiger sehr, sehr gut. Sogar noch vor Schalke. Top-Torjäger haben wir auf jeden Fall nicht. Aber wieder der Aguirre oder wie auch immer der ausgesprochen wird. 15 Tore, wieder richtig, richtig stark. Wir gucken natürlich auf die ganzen Entwicklungen. Atletico gewinnt auf jeden Fall die Champions League. Da wollen wir natürlich auch noch hin. Aber jetzt sind wir erstmal hier mit dieser Mannschaft am Start. Früchtel hat sich verbessert. Scarlett hat sich verbessert. Da ist aber noch dieser Stürmer besser. Das heißt, den Stürmer werde ich da vielleicht mal ausleihen oder so, denn Scarlett hat da auf jeden Fall viel, viel mehr Potenzial. Und sonst, Marin, ja, hängt so ein bisschen hinterher. Bin auf jeden Fall gespannt, welche Spieler wir in der nächsten Transferphase bekommen. Aber Mannschaft sieht dafür, dass es alles freie Spieler sind und wir hier schon einen 84er haben, schon mal sehr, sehr stark aus. Hätte ich nicht mit gerechnet zu diesem Zeitpunkt. Nochmal zur Übersicht, das sind jetzt auf jeden Fall hier die besten Spieler. Also einfach mal 5 Spieler, die über eine 75 haben, beziehungsweise eine 75. Statistiken gucken wir uns nochmal ganz kurz an. Ja, Dan Scarlett, einfach mal 10 Tore schon mal gemacht. Sehr, sehr gut. Und der hier hat einfach mal 12 Vorlagen. Und der hier hat einfach 0 Vorlagen, aber dafür 17 Tore. Und das ist ja auch sein Job hier als Stürmer. In der Zwischenzeit gibt es immer genug zu tun. Scouting ist jetzt so quasi relativ abgeschlossen. Aber man muss natürlich hier Spieler umtrainieren, quasi auf richtige Positionen und so weiter. Die Verträge und so weiter, das erspare ich euch. Aber wir springen direkt zum Ende der Saison. Beziehungsweise, was laber ich? Wir sind doch gerade am Ende der Saison. Wir springen natürlich in die nächste Saison und die nächste Transferphase direkt. Verträge muss ich aber trotzdem machen. So, ihr seht, wir sind auf jeden Fall mitten in der neuen Saison. Hier gerade auf dem 4. Platz. Ihr seht auch hier direkt schon, ein Bomb von Werder Bremen hat das Angebot angenommen, aber der ist natürlich hier nicht von Werder Bremen gekommen, sondern als freier Spieler. Ihr seht auf jeden Fall hier die Mannschaft, ich zeige euch aber natürlich erstmal hier die neuen Transfers. Da sind so einige dazugekommen, also ich würde sagen, wir haben nochmal eine Schippe draufgepackt zur letzten Saison. Zum Beispiel auch den hier, der hat auf jeden Fall auch ein bisschen Potenzial mitgebracht, 73er, natürlich ein Bomb. Dantas haben wir hier noch für die ZM-Position geholt, als besten Spieler glaube ich hier, nee, ein Bomb ist auf jeden Fall besser, aber 74er hier, also sehr krass. Krasse Ratings auf jeden Fall. Wir brauchen nur noch einen Spieler, der quasi noch relativ jung ist und dann eine 85 oder sowas hat. Das fehlt jetzt noch so ein bisschen, aber wir wollen uns nicht beschweren. Wir haben auf jeden Fall viele gute Talente, die sich hier auf jeden Fall entwickeln können. Und wir sind jetzt wieder am Ende der Saison. Am Ende landen wir auf dem 3. Platz. 49er Manager Rating, aber wir können mal direkt hier in den Kalender gehen. Wir haben gegen Hamburg gewonnen, das heißt, wir sind jetzt aufgestiegen in die erste Liga. Mal schauen, wie auf jeden Fall die nächste Saison wird in der ersten Liga hier mit dieser Mannschaft, wo wir einen Spieler auf einer 85 zum Beispiel haben, die linke Verteidigerposition. Oder der Stürmer auf 84, auch sehr, sehr stark. Garlett hat sich auch ein bisschen entwickelt, da habe ich auf jeden Fall den Stürmer noch verliehen. Denn wie gesagt, bei dem will ich natürlich nicht das Potenzial kaputt machen. Wir gucken mal, also ich weiß nicht, warum wir einen 49er Manager-Rating haben, wenn wir jetzt irgendwie aufgestiegen sind. Aber ganz egal, wir gucken uns die Statistiken an. Der Stürmer macht hier weiter mit 23 Toren und auch das linke Mittelfeld rasiert hier komplett die zweite Liga. Auch die Neuverpflichtungen schlagen auf jeden Fall ein, dass der hier spielt, hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Aber gut, der wird halt für... Ja gut, das ist ein bisschen blöd. Wir haben den jetzt verpflichtet, der wird jetzt wahrscheinlich für Scarlett auf jeden Fall spielen und dem so ein bisschen die Einsatzzeit wegnehmen. Der wird dann wahrscheinlich auch nächste Saison so ein bisschen sein Potenzial weiter verloren haben. Wie viele Einsätze hat er denn überhaupt gemacht? Hat er überhaupt einen Einsatz gemacht, Scarlett? Ja, 3 Einsätze hat er gemacht, trotzdem plus 3 gegangen. Müssen wir mal überlegen, ob wir den selber vielleicht verleihen oder einen anderen Spieler oder so. Denn ja, wir wollen auf jeden Fall, dass der sich entwickelt. Aber gucken wir alles in der nächsten Saison, dann auch in der ersten Liga. Und unser Stürmer war natürlich bei den Top-Torjägern auch wieder ordentlich unterwegs, muss ich aber den Top-Torjäger-Preis hier teilen. Wir haben hier auf jeden Fall auch ein paar Spieler umtrainiert, beziehungsweise um genau zu sein, 2 Dantas auf ZTM und auch den Mittelstürmer auf ZTM, damit der Scarlett da auf jeden Fall endlich mal spielt. Wir gucken mal, der geht auch direkt hier hoch, sehr, sehr gut. Dantas würde vielleicht auch hochgehen, aber ich würde sagen, den lassen wir dann auf der ZM-Position, damit er da auf jeden Fall der beste Spieler ist. So sieht auf jeden Fall die Mannschaft aus, aber ich hoffe natürlich nicht, dass es so bleibt, zum Beispiel auf der Innenverteidigerposition, da brauchen wir jetzt auf jeden Fall gute, freie Spieler. Und ich meine, ich habe alle Ziele auf sehr niedrig gesetzt.
gesetzt. Trotzdem haben wir hier Markenpräsenz irgendwie mittel und ja, 49er Manager Rating. Ich weiß nicht, wenn die Ziele alle niedrige Priorität haben, haben wir trotzdem 49er Manager Rating. Ich kann mir das nicht erklären. Und wir haben natürlich noch hier aus den letzten Saisons einige Spieler, die noch freie Spieler sind, also die noch nicht gewechselt sind hier, aber ich glaube, das macht keinen Sinn, die in die Mannschaft reinzuholen. Die würden nur Potenziale und so weiter verlieren. Vielleicht bei den freien Spielern bekommen die noch ein bisschen Potenzial oder ein bisschen Gesamtstärke dazu und dann holen wir die später. Denn unser Kader ist schon jetzt einfach komplett überfüllt und unser Stürmer hier hat einfach das Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Also ich glaube, der ist nicht mit dem Potenzial auf jeden Fall hierher gekommen. Das hätten wir gewusst. Also richtig krasse Entwicklung. Der zeigt großes Potenzial und Scarlett ist auch runtergegangen natürlich von seinem Potenzial auf nur noch großes Potenzial. War ein aufregender Mann für die Zukunft, aber das kriegen wir schon irgendwie wieder hin. Und dieser Stürmer hat als erster Spieler fast die 100 Millionen an Marktwert hier geknackt, für 0 Euro gekauft. Theoretisch können wir den jetzt für über 100 Millionen einfach verkaufen. Aber werden wir natürlich nicht machen, sondern stattdessen werden wir auf jeden Fall seinen Vertrag delegieren. Ohne Freigabesumme natürlich. Und bei den freien Spielern haben wir auf jeden Fall jetzt Golovin und Kepa. Von der Gesamtstärke würden die uns wahrscheinlich ein bisschen verbessern, aber wir sind einfach ein bisschen zu alt auch einfach. 29, der würde jetzt sowieso nur das Team schlechter machen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in 2-3 Saisons auf jeden Fall ganz oben sind. Kepa hat auf jeden Fall schon einen neuen Verein gefunden. Hier haben wir nochmal einen Spieler, aber wie gesagt, bei dem Alter macht das noch keinen Sinn. Später, wenn die 30 Jahre alt sind und wir schon ein richtiges Top-Team haben, dann können wir die auf jeden Fall verpflichten. Ja, aber hier haben wir nochmal zwei Spieler, die ganz interessant aussehen. Xavi Simmons auf jeden Fall und Matsima. Ne, da ist es nicht. Der hier. Und hier haben wir auf jeden Fall einen richtig guten Spieler verpasst auf der ZM-Position. Sonst gucken wir nochmal, wer hier auf jeden Fall ein gutes Rating hat. Der Stürmer war auch noch ein freier Spieler eben, haben wir nicht zugegriffen. Der ist jetzt auch bei einem neuen Club unterwegs. Damit uns das jetzt nicht mehr passiert, versuchen wir oder verpflichten wir einfach Spieler so ein bisschen auf Verdacht. Xavi Simmons werden wir direkt gucken. 76er Gesamtstärke und Matsima auf jeden Fall auf einer 75. Also ich würde sagen, nochmal zwei gute Transfers hier gemacht. Xavi Simmons direkt auch Stammspieler. Bei Matsima ist das gleiche. Also perfekt. Zweimal die Startelf hier verbessert. Und dann können wir auf jeden Fall mit dieser Elf in die erste Erstligasaison gehen. Mal schauen, wie wir uns auf jeden Fall hier schlagen werden. Wir sehen uns auf jeden Fall am Ende der Saison. Wir sind auf jeden Fall jetzt im Jahr 2026. Gucken mal, wie die erste Liga lief mit uns. 13. Platz, 44er Manager Rating. Sieht natürlich jetzt nicht so gut aus, aber viel mehr konnten wir auch nicht erwarten. Aber trotzdem, wir gucken mal auf die Entwicklung. Ja, ein paar Entwicklungen sind auf jeden Fall dabei, aber jetzt auch nicht die Mega-Entwicklung, aber der Stürmer. Der Stürmer geht auf jeden Fall richtig ab, hat sogar den Linksverteidiger hier einfach noch überholt. Und Scarlett hat auf jeden Fall unseren Stürmer überholt. Williams auch noch hier überholt. Ja, nicht so eine gute Saison von unserem Stürmer, aber plus 3 hier auf jeden Fall gestiegen. Hoffen wir auf jeden Fall, dass Scarlett jetzt auch wieder mit seinem Potenzial in die Höhe schießt. Adeyemi auf jeden Fall hier mit den meisten Toren in der Bundesliga für Leverkusen. Und wir gehen direkt in die nächste Saison und hoffen natürlich, dass wir noch so einige Top-Talente hier bekommen. Und ich meine, das, was hier gerade passiert, ist wirklich perfekt für uns. Ein 81er Keeper könnte sogar der Loris Region oder sowas in die Richtung sein. Da wird natürlich direkt erstmal ein Angebot rauskommen, auch ein bisschen mehr, damit er auch ein bisschen länger zufrieden ist. Rechte Verteidigerposition, da könnten wir dann gleichstellen mit einem Bomb. Also den werde ich auf jeden Fall auch mal hier machen. So, Augsburg hat hier auf jeden Fall zugeschlagen bei einem 79er Innenverteidiger und auch einen 77er Innenverteidiger. Geht uns hier flöten. Straßburg, die verpflichten irgendwie sau viel. Ich hatte schon davor zwei Leute, die da auch hingegangen sind und jetzt nochmal zwei Leute. Beziehungsweise, ich glaube, der eine war noch von Straßburg, aber davor waren auf jeden Fall auch welche von Straßburg. 78er Stürmer, komm, den können wir nochmal als zweiten Backup oder sowas verpflichten. Aber ja, Früchtel momentan auf einer 74er Gesamtstärke, deswegen den Torwart jetzt zu verpflichten, wäre auf jeden Fall eine mega krasse Verstärkung. 41 Millionen an Marktwert und wir verpflichten den einfach mal umsonst. Auch der nächste hat wieder ordentlich Marktwert, den werden wir auch verpflichten und natürlich nochmal einen Stürmer, einfach weil wir es können. Und der Torwart hat sogar Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Das ist sehr, sehr krass. Der ist nochmal vom Marktwert auf jeden Fall hochgegangen. Also ich glaube, das ist der Loris Regen, der jetzt hier von Potenzial einfach nochmal hochgegangen ist durch den Wechsel. Ja, und den Stürmer zu verpflichten war vielleicht nicht ganz schlau, denn der Scarlett hat jetzt wieder vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten. Aber gut, gucken wir einfach mal, wie das hier ausgeht, auch mit dem rechten Verteidiger. Bisschen Konkurrenzkampf einfach. Der hier ist aber ein aufregender Mann für die Zukunft. Das heißt, das wäre jetzt gar nicht so schlimm. Scarlett hat das gewisse Etwas. Der ist halt jetzt 22 Jahre alt. Da wissen wir jetzt nicht mehr ganz genau sein Potenzial. Wir wissen aber jetzt erstmal, dass wir auf jeden Fall keine Spieler mehr verpflichten können. Sind keine guten mehr dabei. Deswegen gehen wir auf jeden Fall jetzt wieder in die
Saison rein. Nächste Saison ist auf jeden Fall vorbei. Ich bin mal sehr gespannt, denn ich habe bis jetzt nicht so wirklich viele Sieger gesehen. Wir sind aber trotzdem irgendwie auf dem 10. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir wirklich wieder absteigen. Aguirre ist auf jeden Fall wieder in der Top-Torjäger-Liste vertreten. Raspadori auch ein gutes Talent. 22 Tore hier bei Bayern München. Wir gucken uns mal unsere Mannschaft an. Da haben wir auf jeden Fall den ersten 90er, natürlich Aguirre. Gucken wir mal, wie viele Tore der auf jeden Fall gemacht hat in dieser Saison. Und gucken wir mal, ob der andere auf jeden Fall gespielt hat. Ja, Pellegrini hat auf jeden Fall gespielt, ist plus 2 gegangen. Aber wie gesagt, der hat ja jetzt wahrscheinlich besseres Potenzial als der Scarlett. Deswegen ist das gar nicht so schlimm. 12 Tore von Aguirre ist natürlich schon ein bisschen schwach. Aber Xavi Simons hier mit 6 Toren, das ist natürlich stark als ZM. Also so langsam können wir auch in Richtung Pokal und so weiter gehen, dass wir uns das mal angucken. 10. Platz, das ist auf jeden Fall noch ein bisschen ausbaufähig. Pokal, 3. Runde, ist auch noch ausbaufähig. Torwart auf jeden Fall auf einer 83. Schauen wir mal, was wir noch für Spieler bekommen. Und unser einziger Transfer in dieser Transferphase wird auf jeden Fall dieser belgische Sechser, den wir dann, denke ich mal, zum Innenverteidiger versuchen umzutrainieren. Mal schauen, was aus dem wird. Ich wollte noch ein ZOM holen mit einer 81er Gesamtstärke, aber der ist dann woanders hingegangen. Und so langsam müssen wir ja nicht mehr wirklich jeden Spieler hier verpflichten. Ich glaube, unser Kader ist auch irgendwann mal voll. Innenverteidiger wird nichts. 29 Wochen. Ich glaube, ich werde es trotzdem einfach mal durchziehen, beziehungsweise mal gucken. Auf ZM würde auch 29 Wochen dauern. Komm, machen wir dann einfach auf ZM. Naja, ich habe nochmal geguckt. Also Innenverteidiger ist dann doch schon besser. Aber der rechte Außenverteidiger, den können wir auch nochmal hier zum Innenverteidiger machen. Auch wenn er natürlich 89 Tempo hat, aber auf der rechten Seite haben wir ja schon einen. Januar 2028. Wir machen ein kleines Zwischenfazit und das sieht sehr, sehr gut aus. 4. Platz. Ich bin aber eigentlich gekommen, um hier diese Umwandlung jetzt hier noch schnell zu machen. Davon ist aber nur eine am Start. Der Rechtsaußen wird auf jeden Fall jetzt zum Innenverteidiger, bleibt auf der gleichen Gesamtstärke, aber damit haben wir auf jeden Fall den Innenverteidiger direkt verstärkt und haben da nicht zwei rechte Verteidiger auf der Seite. Theoretisch könnten wir natürlich auch Spieler ausleihen und so weiter, aber ich glaube, wir werden auch so ein richtig gutes Team haben. Der hat hier einfach 99 Tempo, 91er. Richtig krasse Entwicklung hier von dem Stürmer. DFB-Pokal sind wir direkt in Runde 2 hier rausgeflogen. Sehr, sehr bittere Sache auf jeden Fall. Hoffen wir auf jeden Fall, dass wir in der Bundesliga hier auf dem Platz bleiben und dann auf jeden Fall in der nächsten Saison schon Champions League spielen. Ich habe aber das Gefühl, dass die Champions League vielleicht noch ein bisschen zu früh kommt für unsere Mannschaft. Wir schauen direkt rein. Ja, die kommt zu früh, aber die Europa League ist auf jeden Fall am Start und das ist auch eine gute Nachricht. Wir spielen auf jeden Fall europäisch mit dieser Mannschaft auf jeden Fall. 91er, richtig stark. Der rechte Verteidiger bzw. linke Verteidiger entwickelt sich nicht mehr so gut. Wir gucken direkt hier in die Teamzentrale rein. Wer hat uns auf jeden Fall in die Europa League geschossen? Natürlich unser 91er Stürmer aus Kolumbien. Ich finde das eine richtig nice Challenge, denn so findet man auf jeden Fall auch Spieler, die man sonst wahrscheinlich nie verpflichtet hätte. Und natürlich auch ein paar Talente, die man dann schon verpflichtet hätte. Aber was haben wir hier bitte für einen Glücksfall mit diesem Stürmer, der auch Top-Torjäger in der Bundesliga einfach geworden ist. Und jetzt haben wir hier auch die andere Umwandlung. Wir schauen direkt mal von einer 80 auf eine 80. Er bleibt auf der gleichen Gesamtstärke. Wir müssen aber auch auf jeden Fall Abschied nehmen. Marius Marin hat sich leider nicht so entwickelt, wie wir das wollten. Da werden wir jetzt einfach mal den Vertrag auslaufen lassen. Und auch bei den anderen beiden Spielern, da haben wir auf jeden Fall noch Platz. Beziehungsweise wir haben dann noch viel, viel bessere Spieler im Kader einfach. Verträge machen wir auf jeden Fall jetzt auch noch. Und ich glaube, hier können wir einen richtigen Coup landen. Und zwar ist das, glaube ich, der Mané Regen und den werden wir direkt, ohne den zu scouten, direkt verpflichten. Bei den Werten, da können wir, denke ich, nichts falsch machen. Der wird natürlich nicht so extrem stark, denke ich mal, am Anfang sein. Vielleicht wird er nicht Stammspieler, aber den dürfen wir auf jeden Fall nicht verpassen, so wie den Rest hier auf der Wunschliste. Er hat auf jeden Fall das Transferangebot, beziehungsweise das Vertragsangebot hier angenommen. Wir nehmen das natürlich auch an und der hat eine 82er Gesamtstärke. Ich glaube, spätestens jetzt haben wir auf jeden Fall die Bestätigung. Wir haben auf jeden Fall den Mané Regen hier im Team. Ich werde jetzt hier mal auf linker Flügel stellen. Der sollte den anderen auf jeden Fall schnell überholen. Potenzial etwas Besonderes zu werden. 18 Jahre alt. Also der könnte nochmal richtig, richtig krass werden. Und ich habe gerade noch nach Messi und Cristiano Ronaldo geguckt. Die haben natürlich hier ihre Karriere beendet und ich glaube, wir haben den Messi Regen auch gefunden. Es könnte natürlich theoretisch auch der Di Maria Regen sein, aber ja, mit dem Marktwert glaube ich das eher nicht. Den Italiener haben wir hier auf jeden Fall verpasst. Da schlägt auf jeden Fall Bielefeld
zu, aber bei dem Messi-Region, da sehen wir jetzt auch, der hat auf jeden Fall alle drei Positionen, da werden wir auf jeden Fall zuschlagen, ein ordentliches Angebot machen. Und er nimmt das natürlich an und damit haben wir jetzt in einer Transferphase zwei richtig, richtig heftige Regions hier verpflichtet. Das ist das Beste, was uns hier einfach passieren konnte, denn die beiden werden auf dem Flügel da nochmal komplett ausrasten. Also wie viel Glück kann man einfach haben? Wir sind übrigens gerade Tabellenführer, aber gut, nach zwei Spieltagen kann man natürlich nicht so viel dazu sagen. Jetzt fehlt natürlich nur noch Cristiano Ronaldo, der Regen davon. Aber der Regen hat auf jeden Fall einen Verein hier mit Everton. Also ich bin mir schon sehr, sehr sicher. Wir sehen es auch, hat Potenzial etwas Besonderes zu werden. Das ist auf jeden Fall der Ronaldo Regen. Den packe ich mal auf die Wunschliste. Vielleicht hat er irgendwann keinen Vertrag mehr. Aber okay, genug Glück auf jeden Fall für eine Transferphase. Torwart auf jeden Fall auch richtig stark auf eine 88. Genauso wie der linke Verteidiger. Und ja, die Flügel, die werden jetzt komplett ausrasten mit dem Rating. Kleines Zwischenfazit hier im Dezember. Wir haben natürlich in der Europa League gespielt. DFB-Pokal sind wir rausgeflogen gegen Leverkusen im Elfmeterschießen. In der Tabelle sind wir auf jeden Fall auf dem vierten Platz. Da ist aber noch alles möglich. Wir gucken direkt mal in die Europa League rein, ob wir da die Gruppenphase überstanden haben. Und das haben wir auf jeden Fall geschafft. Das heißt, da geht die Reise auf jeden Fall weiter. Und wir haben hier auf jeden Fall eine Nachricht, aber es ist nicht die Ballon d'Or-Nachricht. Natürlich nicht. Da kommt gleich das Paris-Logo mit Mbappé. Ja, und das war natürlich sowas von klar. Warum gucke ich mir das überhaupt noch an? Das ist ja noch schlimmer als in FIFA 21. Wir springen auf jeden Fall jetzt ans Ende der Saison. Werden wir in der nächsten Saison Champions League spielen? Also Europa League Finale seht ihr auf jeden Fall nicht. Ihr seht aber auf jeden Fall, dass wir auf dem dritten Platz sind. Natürlich wieder mit dem 49er Manager Rating. Dritter Platz heißt natürlich, Frankfurt hier übrigens Meister geworden. Champions League für uns in der nächsten Saison. Europa League ist Manchester United gegen Real Madrid das Finale. Everton ist im Halbfinale und wir sind leider im Achtelfinale hier schon gescheitert gegen Everton. Wir gucken uns natürlich jetzt hier unsere Mannschaft an, wo wir einfach einen 92er natürlich haben mit dem Stürmer und auch der Torwart ist nochmal um 1 hochgegangen. Der Rest so ein bisschen, also natürlich außer die Flügelstürmer, die wir jetzt hier neu geholt haben, der Rest hängt so ein bisschen auf der Gesamtstärke fest. Hoffentlich finden wir da nochmal richtig starke Spieler. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon 4 Spieler mit über 100 Millionen an Marktwert. 2 neue einfach dazu bekommen für 0 Euro und wir gucken uns natürlich jetzt auch die Statistiken an. 25 Tore von Pellegrini. Okay, Aguirre aber trotzdem noch stärker mit den Vorlagen hier zusammengerechnet. Der Mané Region legt auf jeden Fall ein bisschen los. Der Messi Region auch ein bisschen, aber da ist noch eine kleine Handbremse drin. Die werden nochmal, glaube ich, richtig eskalieren. Xavi Simons einfach mit 13 Vorlagen richtig stark. Aguirre aber trotzdem hier mit mehr Bundesliga-Toren, aber Raspadori holt sich hier auf jeden Fall die Torjägerkrone. Und ja, wie gesagt, Bayern wird nicht Meister. Frankfurt wird hier einfach Meister. Und wir gehen auf jeden Fall rein in die nächste Saison, wo wir Champions League spielen. Und wenn man sich nochmal die Tabelle anguckt, dann sieht man einfach, dass wir nur 3 Punkte Unterschied hier zum Meister haben. Also für nächste Saison ist auf jeden Fall alles drin. Bei Früchtel ist auf jeden Fall der Vertrag ausgelaufen, aber ist gar kein Problem, denn den können wir ja von den freien Spielern einfach wieder verpflichten. Und wir haben den nächsten heftigen Region mit dem Neymar Region auf jeden Fall hier gefunden. Der sucht einen neuen Verein und wir sind da. Neymar Region wird auf jeden Fall verpflichtet, genauso wie unser Backup-Keeper hier. Neymar wird direkt zum ZOM hier auf jeden Fall umtrainiert, damit er nicht die ganze Zeit auf der Bank sitzt und wir natürlich auch die Startelf hier verbessern. Das wird dringend nötig. Die Innenverteidiger, die wollen wir auf jeden Fall auch noch verbessern. Aber gut, wir können uns die freien Spieler ja nicht aussuchen. Umwandlung ist auf jeden Fall jetzt am Start. Wir werden den umtrainieren, wird natürlich nicht hochgehen, aber Hauptsache ist, dass wir da auf der Position einfach mal verbessert haben. Wir sind auch mitten in der Saison auf dem vierten Platz und es wird nicht Mbappé Ballon d'Or-Sieger, aber es wird einfach Ferran Torres. Hat zwar eine 90er Gesamtstärke, aber trotzdem sehr, sehr bitter, wenn man bedenkt, dass unser Stürmer hier auf einer 92 ist. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal die komplette Startelf mit 80ern. Hat auf jeden Fall 10 Jahre lang gedauert hier. Der Torwart übrigens auf der 90. Aber gut, wir gucken auf jeden Fall mal rein. Champions League sind wir weitergekommen. DFB-Pokal sind wir leider wieder früh gegen Stuttgart rausgeflogen. Wir gucken mal, wie weit wir auf jeden Fall in Bundesliga und in Champions League kommen. Der Achtelfinalgegner ist jetzt nicht so extrem schwierig. Ich glaube, die Saison kommt nochmal ein bisschen zu früh, aber wir gehen trotzdem hier einfach mal ans Ende vom April und gucken, wie es da gelaufen ist. Ja, ich würde sagen, wir sind noch nicht mal am Ende vom April. Es lief jetzt nicht so gut mit der Entlassung hier. Also wir waren auf jeden Fall im Viertelfinale, sind da aber gegen Bayern gescheitert. Das heißt, wir müssen wieder zurück, aber der letzte Speicherstand ist auf jeden Fall zum Glück hier, wo wir Neymar noch haben. Das heißt, wir haben jetzt Neymar nicht verloren. Der muss aber natürlich wieder auf die ZM oder ZOM-Position umtrainiert werden und wir gucken mal, ob wir diesmal auch weiterkommen, beziehungsweise zumindest ins Viertelfinale. Vorstandsziele sind auf jeden Fall, dass wir einen wichtigen Spieler verpflichten
sollen. Ja, wir können da auch nichts machen, wenn da nicht andere Leute hier auf den freien Spielermarkt sind, quasi. Aber danke auf jeden Fall dafür, dass ich jedes Mal bei meinem eigenen Verein gefeuert werde. Ballon d'Or-Sieger bleibt auf jeden Fall der gleiche. Wir sind aber diesmal hier auf dem ersten Platz einfach mal am Start und Neymar ist noch nicht umgewandelt. Pokal sind wir aber jetzt noch drinne und im Achtelfinale haben wir auf jeden Fall Rom. Wir springen wieder ans Ende vom April. Wir sind auf jeden Fall wieder im Viertelfinale. Neymar habe ich natürlich jetzt noch umgewandelt. Der ist auf 85 gegangen und ja, wir schauen auf jeden Fall jetzt mal, ob wir diesen Monat wieder als Trainer hier überleben. Wir überleben auf jeden Fall den April diesmal, aber wir sind rausgeflogen. Ich finde es aber auch besser. Wäre ein bisschen komisch, wenn wir jetzt hier quasi weitergekommen wären. Pokal sind wir aber auf jeden Fall weitergekommen und stehen im Finale gegen Berlin. Wir gucken einfach mal, wie das Ganze aussieht. 53er Manager Rating momentan hier auf dem dritten Platz. Mal schauen, ob noch was sich ändert an der Tabellensituation. Und mal schauen, wie es im DFB-Pokalfinale dann aussieht. Wir haben auf jeden Fall alle Bundesligaspiele gewonnen. Aber wir müssen natürlich so ein bisschen auch auf die Konkurrenz hoffen. Ja, die Konkurrenz ist aber zu stark. Wir werden aber Zweiter und haben jetzt die Chance, den ersten richtig großen Titel hier zu holen, würde ich sagen. Gehen wir direkt rein. Dann seht ihr natürlich hier auch die Mannschaft, die ganzen Ratings, das sieht sehr, sehr stark aus. Natürlich die Flügel richtig gut entwickelt. Neymar auf 85, der Neymar Regen. Ja, und der Rest auch ganz stark. Natürlich die Verteidigerreihe, außer der Linksverteidiger, nicht so extrem gut aus. Sollte aber trotzdem reichen hier für den DFB-Pokalsieg. Und genau so ist es. Wir gewinnen das Ding 2:1. Aguirre natürlich wieder vorne am Start bei der Top-Torjägerliste, aber natürlich nicht ganz vorne. Wir gucken auch mal, wie das aussieht, wenn er jetzt nochmal so ein paar richtig gute Spieler auf jeden Fall in den Kader mit reinbekommt. Er bleibt auf jeden Fall Top-Torjäger hier diese Saison. 26 Tore hier gemacht. Aber Mané und Messi, Regens, die werden auf jeden Fall nochmal ein bisschen stärker hier. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was wir auf jeden Fall in der nächsten Saison hier für Talente noch dazu bekommen. Vielleicht auch Regens oder vielleicht auch noch ein bisschen ältere Spieler, die richtig gut am Start sind. Hoffentlich Verteidiger. Und was ist das denn bitte? Ein Mittelstürmer aus Brasilien mit einer 88er Gesamtstärke. Wir haben hier nicht die Legenden am Start. Das ist nicht der Pelé-Regen oder sowas in die Richtung. Firmino kann es, glaube ich, auch nicht sein bei dieser heftigen Gesamtstärke. Aber ja, ganz egal. Hauptsache, wir haben auf jeden Fall einen guten Mann hier im Kader. Wir werden natürlich direkt was bieten, direkt ein ordentliches Angebot hier machen. Und das gleiche jetzt einfach nochmal mit Argentinien in 86er. Was geht bitte hier ab gerade? Das wird ja doch heftiger als in der letzten Transferphase. So, der Vorstand will uns auf jeden Fall rauswerfen. Wir werden aber davor noch mindestens diesen Stürmer hier verpflichten. Wir werden also nochmal drei Spieler hier verpflichten bei den anderen beiden. Da wissen wir das Rating nicht. Auf jeden Fall hier nochmal eine 82. Das ist ganz stark, denn da hat uns auf jeden Fall Dantas jetzt ablösefrei verlassen. Der andere auch auf 82. Auch sehr gut. Und der natürlich auf 86 noch besser. Aber irgendwie soll es das nicht mit den Verteidigern sein. Auch in dieser Transferphase werden wir wieder keine neuen Verteidiger hier verpflichten. Dezember 2030. Wir gucken direkt mal rein. Wir sind auf dem ersten Platz in der Bundesliga mit 10 Punkten Vorsprung nach 14 Spielen. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ballon d'Or-Sieger wird Haaland, der damals für 250 Millionen zu Real Madrid gegangen ist. So sieht auf jeden Fall die Mannschaft aus. Außer natürlich die Verteidiger und der ZM. Sind alle auf jeden Fall sehr stark. Wenn die anderen vier Spieler da jetzt nicht am Start wären und wir da bessere hätten, dann würde ich auf jeden Fall sagen, die Champions League muss drinne sein. Pokal sind wir noch drinne und Champions League Achtelfinale gegen Liverpool. Wir gucken direkt am Ende vom April, wie es da so gelaufen ist für uns. Brauchen wir gar nicht gucken, denn wir fliegen schon direkt im Achtelfinale gegen Liverpool raus. Aber wir gucken trotzdem mal in den April, denn da steht einfach mal Viktoria Berlin im Halbfinale vom DFB-Pokal verlierender. Aber gut, das hätte ich denen fast schon gegönnt, nachdem wir letztes Mal quasi ja zweimal simuliert haben. Jetzt auf jeden Fall Finale gegen Schalke. Und davor machen wir uns auf jeden Fall noch die Bundesliga-Meisterschaft hier klar mit deutlichem Abstand. Aguirre, ihr wisst natürlich Bescheid, ist Top-Torjäger. Und wir haben natürlich den Sieg geholt, auch wenn wir ihn nicht geholt hätten. Wäre egal, wir haben die Chance auf das Double. Auf das Double, ja moin. Auf das Double natürlich. Jetzt hier gegen Schalke. Sind wir hier beim Dart oder was? Oder warum Double? Aguirre auf jeden Fall hier mit den meisten Torbeteiligungen. Richtig nice. Wird hier auch Spieler des Turniers. Und bevor wir ins Finale gegen Schalke gehen, ist natürlich noch nicht das Champions League Finale, aber wir gucken uns trotzdem jetzt natürlich mal die Statistiken von der Mannschaft an. Aguirre ist natürlich vorne mit 29 Toren. Der Rest sieht aber auch ganz stark aus. Vor allem
der Money Regen direkt schon mit einer 91 im Alter von 21. Und was ist eigentlich mit diesen Mittelstürmern hier los? Wir haben schon wieder einen Mittelstürmer hier am Start, diesmal aus England. Wir sind noch nicht in der neuen Transferphase, aber den habe ich hier gerade zufällig gesehen. Den werden wir auf jeden Fall schon mal verpflichten. Was sollen wir mit so vielen Mittelstürmern hier anfangen? Und ihr habt es wahrscheinlich schon öfter gesehen. Ich wollte nur noch mal sagen, Ronaldo hier einfach bei Barcelona, also der Ronaldo Regen. Das passt jetzt nicht unbedingt hier rein. So, jetzt aber auf ins Finale gegen Schalke. Jetzt wollen wir den DFB-Pokal auch direkt in der ersten Simulation und da haben wir ihn direkt. Natürlich Aguirre hier mit dem Siegtreffer. Wir holen uns das Double. Aguirre muss sich die Top-Torjäger-Kanone auf jeden Fall mit Adli teilen, der hier zu Gladbach gewechselt ist. Und für uns wird es auf jeden Fall Zeit, in der nächsten Saison die Champions League, würde ich sagen, zu gewinnen. Wenn wir da vielleicht nochmal einen Verteidiger haben. Wir sind mittlerweile schon im Winter. Ich habe nochmal in der Sommertransferphase den Son Regen hier geholt von den freien Spielern. War auf jeden Fall gut, den nochmal zu bekommen, aber ist halt ein bisschen, ja, unnötig. Ich hätte lieber Innenverteidiger und sowas bekommen. Ich habe auch extra nochmal hier gesucht, quasi bei Spielersuche und so weiter, aber keine Innenverteidiger hier gefunden. Aber dafür gibt es noch eine zweite gute Nachricht, denn wir gucken mal hier direkt in die Zentrale rein. Da sehen wir unser Logo. Diesmal kein Interview, sondern der Ballon d'Or-Sieg von unserem Stürmer und ich würde sagen, das hat er sich auf jeden Fall richtig verdient. 93er, 170 Millionen Marktwert, einer der besten der Welt natürlich, Kolumbien. Ich feiere den einfach übertrieben ab, dass der sich so gut entwickelt hat. Der Rest der Mannschaft ist natürlich auch ordentlich am Start. Xavi Simmons hat sich hier verletzt, das ist natürlich nicht so gut. Die Verteidiger wachsen zumindest immer noch so ein bisschen langsam. Aber ja, wir gehen auf jeden Fall rein. Wir sind Erster in der Liga. Wir hoffen, das bleibt so, aber die Hauptsache ist, glaube ich, würde ich sagen, die Champions League. Da ist im Achtelfinale wieder Liverpool der Gegner. Ich würde sagen, wir machen wieder die Ende-April-Taktik, gucken, ob wir auf jeden Fall Trainer bleiben und ob wir weiterkommen. Ja, wir sind weitergekommen gegen Liverpool, sind aber ausgeschieden gegen Paris. Am Ende der Saison sind wir zumindest noch Meister geworden, DFB-Pokal leider nicht geholt. Da sind wir einfach direkt in unserer ersten Runde, also in Runde 2, direkt gescheitert. Kein Plan, warum wir das auf jeden Fall jetzt hier gemacht haben. Hauptsache ist natürlich, dass wir hier nicht gefeuert werden und natürlich, dass sich unser Team entwickelt und ja, es hat sich auf jeden Fall entwickelt. Der Neymar Regen auf der ZM-Position auf einer 90er Gesamtstärke und die Verteidiger, ja, wie gesagt, die gehen langsam hoch. Mal schauen, ob die bereit sind, in der nächsten Saison die Champions League zu gewinnen. So langsam wird es Zeit, so langsam wird es eng, es wird spannend. Wir haben jetzt nur noch 3 Jahre Zeit. Bester Vorlagengeber, hier der Neymar Regen auf jeden Fall am Start. Ich glaube, alle müssen noch ein bisschen besser werden, damit wir auf jeden Fall in den nächsten 3 Saisons hier die Champions League noch holen können. Aguirre natürlich wieder Top-Torjäger hier in der Bundesliga geworden. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Wir gucken auch mal die kompletten Statistiken wieder an. 33 Tore, Mané Regen ist am Start. Dieser, ja, ich weiß gar nicht, was, wie ich den nennen soll, Mittelstürmer aus Brasilien, der ist auf jeden Fall auch am Start. 90er Gesamtstärke. Wir gehen auf jeden Fall rein in die nächste Saison. Und das wird jetzt tatsächlich im Jahre 2032 die erste Transferphase, wo wir auf jeden Fall nichts machen, wo wir überhaupt nicht investieren, denn es gibt keine Spieler, die irgendwie noch Sinn machen. Natürlich kommen auch keine Verteidiger, das heißt, wir springen direkt zum Ballon d'Or, gucken, ob wir da nochmal den Ballon d'Or holen und natürlich, ob wir danach auch mal hier die Ja drücken können und natürlich auch die Champions League gewinnen. Back-to-back Ballon d'Or ist am Start für unser Team, aber nicht für den Stürmer, sondern für den linken Flügel hier, den Mané Regen mit 94er Gesamtstärke. Der hat sich das auf jeden Fall auch verdient als 22-Jähriger. Richtig krasse Entwicklung auf jeden Fall. Der Aguirre hat aber auch die 94er Gesamtstärke hier gepackt. Ich würde sagen, wir springen auf jeden Fall wieder vom... Oh, okay. Im Achtelfinale direkt Paris. Wir gucken mal im April, ob wir da quasi noch in der Champions League vertreten sind. Ja, und im April sieht es auf jeden Fall ganz gut aus. Wir sind im Halbfinale gegen Real Madrid. Im Viertelfinale auf jeden Fall ein bisschen Glück gehabt. Auf jeden Fall auch mit dem losen 2:2 im Hinspiel. Der nächste Monat könnte auf jeden Fall der letzte sein, wenn wir dieses Spiel gewinnen und dann natürlich noch das Finale, was an diesem Tag ist. Und zu diesem Tag werden wir jetzt auch gehen. Gegen Real Madrid spielen wir 3:2 und wir sind im Finale gegen Atletico Madrid. Das ist die Mannschaft, die es auf jeden Fall ins Finale geschafft hat. Ich würde sagen, fast schon ein bisschen zu spät mit den ganzen Ratings. Gut, die Verteidiger hinken auf jeden Fall noch ein bisschen hinterher, aber die Stürmer einfach zu krass. Auch der Torwart auf 94, 27 Tore von Aguirre. Die beiden Regents hier rasten auch komplett aus mit den Statistiken und natürlich auch vom Rating. 5,94er irgendwie gefühlt am Start, aber es sind 4 mit dem Torwart. DFB-Pokal, ich weiß nicht, was das in den letzten Saisons hier soll. Da fliegen wir einfach direkt schon wieder in der Runde Nummer 2 raus. Bundesliga gewinnen wir dafür aber. Wir gehen auf jeden Fall rein hier ins Champions League Finale mit, ich würde sagen, ein bisschen Verspätung. Ein bisschen früher hätte das auch nicht geschadet, hier zu sein. Aber Hauptsache ist, dass wir das Ding jetzt hier gewinnen.
da sind auf jeden Fall unsere Spieler. Unser Stürmer auf der 94. Der Mané Region auf der 94. Richtig krasse Entwicklung. So, Xavi Simmons auf jeden Fall mit dem Ball gewinnt. Jetzt können wir da einfach mal einen schicken. Oh, das sieht richtig gut aus. Boah, der geht auf jeden Fall ab, Correa. So, vielleicht einmal auf den Stürmer, aber der kommt leider nicht ran. Da seht ihr auf jeden Fall Aguirre, der geht ordentlich ab natürlich mit seinem Tempo. Und der Linksverteidiger, erstmal mit dem Ballverlust, da wollte ich gerade so ein bisschen erzählen. Der Linksverteidiger, der erste richtig gute Spieler, den wir verpflichtet haben. Und Atletico jetzt mit dem Tor. So, da ist aber nicht der Ausgleichstreffer. So, Xavi Simmons jetzt. Aber auf jeden Fall mit dem Ausgleichstreffer. So, wir rennen auf jeden Fall jetzt hier noch schnell zur Kamera. Das ist das Letzte, was wir jetzt auch erstmal in-game sehen werden. Die Spiele habt ihr auf jeden Fall gesehen. Ich muss sagen, es ist jetzt hier gerade 2 Uhr nachts und meine Augen machen das auf jeden Fall nicht mehr mit gerade. Deswegen wollen wir ganz entspannt hier in die Simulation gehen. Haben ja auch viele von euch gefeiert im letzten Video, dass wir das da eher so machen. Am Anfang wollte ich ein bisschen die Spieler zeigen, da haben wir halt das Gegentor bekommen. Da mussten wir das jetzt noch kurz ausgleichen. Lasst auf jeden Fall einen Like da und ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aber jetzt müssen wir das Ding natürlich erstmal gewinnen. Interessante Mannschaft auf jeden Fall bei Atletico Madrid. Baku auf jeden Fall am Start. Musiala, Neuhaus. Upamecano zum Beispiel noch. Pau Torres ist es, glaube ich. Gravenberch. Pirola auch ein Talent. Pelistri. Also interessante Mannschaft da auf jeden Fall. Aber bei uns würde ich sagen noch ein Ticken interessanter. Und wir machen jetzt auch das Führungstor. Xavi Simmons macht einfach einen Doppelpack. Als Kapitän, auch wenn Correa hier als Kapitän angezeigt wird. Und fast auf jeden Fall das 3:1 für uns hier. Und auch hier wieder die Chance auf das 3:1. Gibt aber Ecke, aus der wir wieder fast das 3:1 machen. Also jetzt müssen wir langsam auch wirklich den Deckel drauf machen. Stattdessen Atletico jetzt nochmal mit der Riesenchance zum Ausgleich. Und jetzt nochmal im Strafraum in den letzten Sekunden. Wir werden jetzt nochmal reingehen. Eine Minute ist noch zu spielen. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch über die Zeit bringen. Oh, jetzt spielen wir hier zu Atletico perfekt. Und der geht einfach rein. Perfekt. Konnte noch nicht ins Ausspielen, weil die Zeit noch nicht abgelaufen war. Jetzt kassieren wir wirklich das Gegentor von Atletico. Überhaupt keine gute Idee, hier ohne Konzentration reinzugehen. Ich mach's einfach nochmal spannend. Wir gehen lieber hier in die Simulation. Das mit der Videolänge ist auf jeden Fall ein bisschen eskaliert. Bis tief in die Nacht. Ja, und das waren auf jeden Fall die Folgeschäden davon. So, Halbzeit auf jeden Fall hier in der Verlängerung. Es könnte theoretisch gleich zum Elfmeterschießen kommen. Und da gehen wir dann natürlich wieder rein. Und wir machen das 3:2. Wir müssen vielleicht doch nicht ins Elfmeter schießen. Der Mané Regen Dama macht auf jeden Fall das Tor. Gleicht auf jeden Fall meinen ganz, ganz dummen Fehler hier aus. So, und jetzt sind 120 Minuten gespielt. Atletico aber wieder im Ballbesitz. Jetzt muss, das darf jetzt nicht nochmal passieren. Das darf jetzt nicht nochmal passieren. Und die schießen wieder, aber diesmal übers Tor und wir sind auf jeden Fall Champions League Sieger. Lasst auf jeden Fall ein Like da, falls es euch gefallen hat. Falls ihr mehr von sowas sehen wollt, dann auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Checkt auch gerne andere Videos aus. Ich würde sagen, andere Mannschaften, um die Champions League zu gewinnen, geben mehrere hundert Millionen aus, manchmal sogar Milliarden. Wir haben es geschafft, mit 0 Euro hier die Champions League zu gewinnen. Natürlich ordentlich Spielergehälter. Aber 0 Euro an Ablösesumme. Es war ein Hammer-Video, auch wenn es sehr, sehr viel Arbeit war und am Ende noch bis tief in die Nacht ging. Und so gefühlt den ganzen Tag. Deswegen lasst auf jeden Fall Support da und schaut euch jetzt gerne noch andere Videos an. Wir sehen uns auf jeden Fall jetzt in einem anderen Video. Klickt gerne das Video an, was euch gleich hier von YouTube vorgeschlagen wird. Sonst guckt gerne auf dem Kanal vorbei. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns jetzt in einem anderen Video und ciao.